Willkommen, werter Zuschauer, werte Zuschauerin, zu einem kleinen Tutorial oder Review oder wie man das nennen möchte. Ich möchte jedenfalls zeigen, wie man sich einen preiswerten Aufnahmerechner zusammenstellt. Und das natürlich unter dem Aspekt, dass dieser lautlos sein sollte. Und die preiswertesten PCs, die es derzeit gibt, sind natürlich Tablets mit dem Betriebssystem Android, die ihr schon für um die 60, 70 Euro zu haben sind. Das Tablet wird hier vertreten von der Firma Lelic-Tech. Ich denke mal, ich habe das richtig ausgesprochen. Das sehen wir natürlich hier unten, ein 7 Zoll Tablet mit 1 GB Arbeitsspeicher und einem 1,2 Dual-Core Prozessor. Dann haben wir natürlich hier noch ein paar geschlossene Kopfhörer, die beim Aufnehmen auch nicht fehlen dürfen. Vertreten diesmal von der Firma AKG mit den K44. Dann haben wir einen Vertreter der USB-Mikrofone von Shure, das PG27. Kostet so um die 200 Euro. Dann natürlich das passende Kabel dazu, was natürlich zum Lieferumfang des Mikrofons dazugehört. Und auch um da ein preiswertes Mikrofon mitzuzeigen, haben wir eins von Samsung. Achtung, nicht Samsung, das ist was anderes. Das sogenannte Go-Mic, also Samsung Go-Mic für 44 Euro in etwa. Hier liegt natürlich auch das passende USB-Kabel dazu, dass wir das Ganze auch an das Tablet drankriegen. Und im Lieferumfang des Tablets ist natürlich auch das hier mit enthalten. Ein sogenanntes OTG-Kabel. OTG bedeutet so viel wie, dass am Tablet ein vollwertiger USB-Eingang verbaut ist, der dann auch vollwertig nutzbar ist. Aber bevor ich jetzt weiter quatsche, wollen wir erstmal ein bisschen Platz schaffen, weil wir müssen uns genauer angucken, was denn auf diesem verrückten Tablet läuft. Also erstmal den ganzen anderen Kram ein bisschen beiseite schmeißen hier, aber nicht zu weit wegschmeißen, sonst geht was kaputt. Kommen wir jetzt etwas näher zum Tablet. Auf diesem Tablet läuft das Betriebssystem Android 4.2. Und ich habe auch schon etwas Software installiert. Zum ersten das Aufnahmeprogramm. Es heißt Audio Evolution Mobile. Und ich habe noch installiert USB Audio Recorder Pro. Das ist dafür zuständig, dass die USB-Mikrofone gescheit erkannt werden. Wobei einige von auch ohne diesem Programm erkannt werden. Aber manche natürlich nicht. Android ist ja nicht so fortschrittlich. Und dann habe ich noch ein USB-Host-Programm installiert, ein ganz normales. Es handelt sich übrigens hier bei beiden um die Demo-Version. Das hier ist natürlich ein ganz normales USB-Host-Programm. Und das soll uns als erstes jetzt mal kurz eigentlich nur zeigen, dass die Mikrofone bzw. das ein Mikrofon auf jeden Fall hier erkannt wird. Wir schließen natürlich das OTG-Kabel an, das einen normalen USB-Anschluss daraus macht, weil die mitgelieferten Verbindungskabel der USB-Mikrofone natürlich nicht dafür ausgelegt waren, an so einen Mini-USB-Anschluss von einem Tablet ranzukommen. Dann kommt dieses Teil in das Samsung ist was anderes. Das stecken wir dann hier natürlich auch rein. Ja, muss richtig rum. Und wie wir sehen, wird es auch schon grün. Es kriegt also Saft, nicht Apfelsaft, auch nicht Birnensaft. Nein, ich meine Strom. Und um das Ganze noch ein bisschen zu vervollständigen, wie es eigentlich in der Aufnahmesituation wäre, kommt hier natürlich noch das, ja, der Kopfhörer rein, nicht das Kopfhörer, der Kopfhörer. Der hier setze ich mir jetzt auch noch vollständige Cyber auf. Ihr hört natürlich nichts. Habt ihr nicht gehabt, müsst ihr einfach nur was sehen. Aber wir sehen hier auf jeden Fall, wenn wir mal refreshern, dass hier das Samsung Go Mic auftaucht. Und dass die Aufnahmefunktion eigentlich funktioniert, möchte ich mal kurz demonstrieren durch dadurch, dass wir jetzt hier dann gleich sehen, dass es übersteuern wird, wenn ich nicht etwas lauter rede. Übersteuern! Tja, wie man sieht, ist es kurz rot geblinkt. Das ist hier die Übersteuerungsanzeige. Solange das nicht rot blinkt, ist alles noch im normalen Bereich.
So viel dazu, das reicht uns erstmal. Dann gehen wir hier kurz raus und gehen in die Aufnahmesoftware rein. Die meckert natürlich ein bisschen rum und will natürlich, dass wir sie kaufen, weil das, was ich installiert habe, ist nur die Demo-Version. Nein, möchte ich jetzt gerade nicht kaufen. In der Demo-Version kann man natürlich nichts exportieren und die Aufnahmefunktion geht auch nur bis 2 Minuten, dann bricht es ab. Zu Demonstrationszwecken reicht das natürlich auch aus und das möchte ich mal kurz zeigen, dass das funktioniert. Ich spare mir jetzt mal das Reinladen für ein Instrumental. Ich habe ja schon Aufnahmeproben damit gemacht und kann auf jeden Fall bestätigen, dass die Latenz absolut gering ist und dass man synchrone Aufnahmen zum Beat bekommt. Drücken wir mal auf Rack. Und rappedi rip rap. Rappedi 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 rippi rip rip rap. Ja, wie wir sehen hier, die Anzeige schlägt aus. Es wurde was aufgenommen. Drücken wir natürlich mal Stopp. Und wie wir sehen, haben wir hier die aufgenommene Spur. Und jetzt würde man natürlich im Normalfall des rippedi rap machens das Ganze doppeln. Ja. Das möchte ich jetzt mal kurz demonstrieren. Rap. Ja, sehr künstlerisch anspruchsvoll. Und wie wir sehen hier, wurde auch die zweite Spur aufgenommen. Ist natürlich jetzt nicht sonderlich synchron, sollte es auch nicht sein. Es soll ja nur demonstrieren, dass es geht. Denn man muss natürlich zu der ganzen Software sagen, so richtig funktioniert es nicht so, wie es beim normalen Aufnahmeprogramm sein sollte, weil ich kann diese Spur jetzt nicht einfach hier über diese Spur ziehen. Also das Überlagern von einzelnen Spuren funktioniert nicht. Das ist etwas schade. Deswegen ist es eigentlich auch nicht so geeignet, weil im normalen Fall rappt man ja nicht 16 Spuren durch, nicht 16 Spuren, 16 Takte durch. Sondern man hat eigentlich mehr so mehrere kleine Stücke, die man dann zusammenfügt. Weil das natürlich schneller geht, also wenn wir 16 Takte am Stück rappen, da ist ja immer irgendein Fehler da drin oder auch singen oder was man denn auch immer macht oder Gitarre oder was auch immer. Jedenfalls dadurch nicht so ideal und leider nicht geeignet. Ich hoffe, dass der Softwarehersteller in der Richtung nachbessert und etwas nachliefert, dass es auch in dieser Richtung funktioniert. Weil dann würde ich hier auf jeden Fall sofort zuschlagen, denn mit dem Samsung Go Mic und diesem Tablet, man sieht ja, wie klein dieser ganze Kram ist, hätte man auf jeden Fall eine sehr hervorragende Demo-Recording-Möglichkeit für unterwegs. Gerade für Leute, die hin und wieder mal ein bisschen mit dem Zug unterwegs sind oder sowas und hier und da was aufnehmen möchten, wäre das natürlich die ideale Sache. Da das Tablet hat, glaube ich, so ungefähr 60 Euro gekostet, gab es vor kurzem bei Amazon, das glaube ich mittlerweile schon ausverkauft, weil es so billig war. Und ja, das Go Mic selber kostet so um die 44 Euro, ist glaube ich immer bei 44 Euro, sehr preiswert. Also hätte man für 100 Euro eine vielseitige Aufnahmemöglichkeit. Wobei die Software selber würde dann natürlich nochmal 5,50 Euro kosten, bin mir gerade nicht sicher. Ja, so viel dazu. Aber das soll noch nicht alles gewesen sein. Ich möchte nämlich noch zeigen, wie das etwas qualitativ bessere, also mit diesem Mikrofon, was wirklich ein preiswertes Studio-Mikrofon ist. Das gibt es auch als Nicht-USB-Variante, aber die USB-Variante kostet um die 200 Euro. Und dann hätte man wirklich eine qualitativ gute Aufnahme, die man ja, zu einem guten Sound bringen könnte. Und das wäre mit diesem Tablet dann eine sehr gute Kombination, da man dann keine Kühlergeräusche wie gewohnt vom PC drauf hätte. Und man wäre natürlich auch etwas flexibler in der Raumgestaltung und hätte hier natürlich eine super Aufnahmesituation, könnte das Tablet direkt sich vor die Nase legen, während man mit dem Mikrofon aufnimmt, wäre natürlich spitzenmäßig klasse. Da es funktioniert, ja, wie schon gesagt, funktioniert es noch nicht so richtig, aber theoretisch wäre es möglich. Bei dem Schuh haben wir jetzt das Problem, dass es nicht richtig erkannt wird, deswegen brauchen wir den USB-Audio-Recorder, der sozusagen dem Mikrofon hilft, von der Aufnahmesoftware ja, erkannt zu werden. Da will ich das mal kurz umschließen. Wir klauen dem GoMic mal den Saft. Nein, nicht den Apfelsaft. Auch nicht den Birnensaft. Nein, den Strom. Na, ich krieg's ja mal rausgezogen hier. Kopfhörer muss man auch rausziehen.
Ja, nee, das kann man nicht anstecken. Das hier muss auch noch rausgesteckt werden. Da muss nämlich jetzt dieses Kabel dran. Das hier nehmen wir beiseite. Ach, das GoMic kann auch weg. Wollen wir nicht mal. Sollen wir jetzt erst gerade mal nicht mehr. Und dann kommt das hier ran. Zack. Und das andere kommt hier unten rein. Und wie wir sehen, wird das Mikrofon gleich grün. Grün wie Bündnis 90, die Grün. Und dann muss das hier Ganze noch der Kopfhörer hier in dieses kleine Ding reingesteckt werden. Ja. Sieht man jetzt hoffentlich alles gut. Noch ein bisschen höher. Na, der Audio-Mod ist irgendwie ein bisschen... Aber wir schieben das mal so drunter. So, dann wollen wir nochmal ins Programm huschen. Wie man auch gerade, vielleicht sieht man das hier, wenn ich hier gerade spreche, ist ja auch eine Anzeige, die zeigt, dass ich gerade aufnehme. Es blinkt, wie man sieht. Mal sehen, ein bisschen lauter sprechen, damit es rot wird. Bah! Auch gar nicht rot geworden, bloß ein bisschen orange. Ah! Vielleicht kriege ich es gar nicht rot, oder ich weiß es gar nicht. Ist vielleicht bloß gelb hier die Anzeige, wenn es übersteuert. Ich weiß gerade nicht, ich will es nicht zu sehr übertreiben. Es soll ja auch bloß darum gehen, dass wir jetzt hier kurz mal sehen. Ja. Drücken wir mal auf Record. Pi, Pa, Po. Hier sehen wir auch, hier wird es auch grün. Pi, Pa, Po. Ach nee, ich habe mal Rippe die Rapp gemacht. Da ist zu spät. Tja, wie wir sehen, ich rede eigentlich relativ gleich laut, aber sozusagen hier ist der Ausschlag etwas geringer, weil das natürlich ein viel besseres Mikrofon ist. Klingt natürlich auch viel besser. Ja, damit sehen wir, dass das funktioniert. Es wäre also möglich, also das kostet ein bisschen so 200 und das hier Ding so 60, 70 in dem Dreh, wäre man also jetzt sozusagen bei unter 300 Euro im, man müsste die Kopfhörer noch dazu rechnen, die kosten so um die 30, also man hätte so ungefähr für ungefähr 300 Euro ein Aufnahmeding, wo man auf jeden Fall schon aufnehmen könnte. Das Programm selber bietet sogar auch noch Abmischmöglichkeiten, aber da man nicht richtig aufnehmen kann, ist das natürlich etwas irrelevant. Aber wie schon gesagt, ich hoffe, dass der Softwarehersteller hier nachbessern wird und dass einige Updates folgen werden und dass das ganze Gerät dann viel besser funktioniert. Dann werde ich auf jeden Fall hier zuschlagen und das Ganze kaufen. Aber man sollte auf jeden Fall noch sagen, dass hier diese Software auf jeden Fall mitgekauft werden muss, damit auch jedenfalls so ein Mikrofon funktioniert. Das hier kostet so um die, ich glaube es sind 5,49 Euro oder sowas und das hier bewegt sich dann auch so um die 5 Euro, kostet also ungefähr 10 Euro. Ist preislich eigentlich okay. Da es noch nicht so richtig funktioniert, würde ich natürlich noch niemanden zum Kauf raten. Aber wenn der Hersteller auf jeden Fall hier nachbessert und ein wirklich brauchbares Programm erstellt, dann haben wir auf jeden Fall hier den idealen Rack-PC, der lautlos ist, sich simpel bedienen lässt und natürlich sozusagen direkt am Stativ befestigt werden könnte. Also es gibt ja genug Halterung für Tablets, natürlich auch für 10er-Tablets, die Größe ist ja relativ egal, ist unterschiedlich groß. Und dann könnte man mit so einer Tablet-Halterung, die man am Stativ befestigt, wäre man natürlich ideal ausgestattet, dann aufzunehmen, denn hätte man ja einfach den idealen Aufnahme-PC, der auch sehr mobil wäre. Tja, bis hierhin, weiter gibt es nichts mehr zu erzählen, das war's sozusagen. Tja, ich hoffe, für den einen oder anderen interessant. Und der sagt sich denn jetzt, das behalte ich doch mal im Auge, auf sowas bin ich auch geil. Und gerade wer jetzt sozusagen schon ein Tablet hat, kann ja auch schon mal probieren, wie das vielleicht mit seinem USB-Mikrofon funktioniert oder vielleicht etwas Ähnliches. Im Übrigen habe ich ähnlich das Ganze schon an einem HDMI-Stick, also diese Android-Mini-PCs ausprobiert. Da stürzt die Software ständig ab, aber da kommt es nur zu Problemen. Aufnahmefunktion funktioniert zwar, aber nur mit Problemen, also nicht so empfehlbar. Im Übrigen müssten hier natürlich auch USB-Audio-Interface funktionieren. Das habe ich jetzt alleine natürlich noch nicht ausprobiert, weil das dann natürlich wohl ein bisschen größentechnisch umständlich wäre. Aber will vielleicht der ein oder andere ausprobieren mit seinem Tablet, was er hat. Jedenfalls in der Richtung viel Spaß. Ich würde sagen, das auf jeden Fall
ja, im Auge behalten und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst wieder bei einem neuen Demonstration Review Tutorial. Und wenn ich ein beschissenes Abspiel, nee, Intro, Outro Zeug hätte, würde das jetzt kommen, habe ich aber nicht, finde ich sinnlos und schwachsinnig und deswegen ist hier einfach Schluss und tschüss.